Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es ein Unboxing, kann man sagen, der Groß-, der Superlative und auch ein Aufbau. Wie ihr schon in der Videobeschreibung sehen könnt, geht es um einen DX Racer Chair und hier hinten haben wir das gute Stück noch im Karton. Das ist ein DX Racer Master. Ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Teil, ich nehme mich mal hier hin, irgendwo in der Beschreibung oder irgendwo hier im Video auf jeden Fall verlinken. Hier seht ihr das Teil, auf dem ich mich davor immer niedergelassen habe. Den habe ich über ein Jahr lang hier benutzt. Ist eigentlich überhaupt kein Schreibtischstuhl, lässt sich gar nicht drehen, hat keine gescheite Lehne und das Holz ist auch schon durch. Ja, ich habe auf jeden Fall ewig auf das Ding gewartet und freue mich endlich es auszupacken. Wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich werde das Video wahrscheinlich irgendwie entweder zusammenschneiden oder irgendwie im Zeitraffer ablaufen lassen, damit euch nicht so langweilt und ja, wir sehen uns am Ende des Videos wieder. Thank you.
ich habe es endlich geschafft, das Schuh zusammenzubauen. Hat ewig gedauert und die Cam ist auch manchmal ausgefallen. Beziehungsweise der Speicher war voll, der Akku war leer. Ich werde versuchen, auf jeden Fall ein bisschen zusammenzuschneiden. Es ist auch das allererste Mal, dass ich hier mit der Webcam, die ich mir vor kurzem mal gekauft habe, aufnehme. Der Sound hier kommt über das Mikrofon, deshalb habe ich auch das Headset hier auf. Und ja, ihr könnt hier den Stuhl sehen. Ich habe auch das Kissen schon drauf. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Close-Up-Video zu dem Stuhl machen, was für Möglichkeiten ihr habt beim Stuhl und so ein bisschen kleines Review, wie er mir gefällt. Wie er sich so drauf sitzt. Ich sitze jetzt schon drauf und es fühlt sich einfach mega geil an. Man kann so viele Sachen einstellen. Einfach unglaublich geil. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Ich will mal schauen, wie ich es jetzt zusammengeschnitten habt. Also, wenn ihr das jetzt schon gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, wie ich es zusammengeschnitten habt. Auf jeden Fall. Wünsche euch weiterhin, dass ihr dran bleibt. Ein Abo wäre nicht schön, wäre nice. Wäre schön, ja, wäre nice. Und liken, kommentieren natürlich nicht vergessen. Und dann sage ich mal wie immer, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.